Yay, das sind wir mal weg vom Tisch hier. Auf der einen Seite, wenn ich dich so beobachte, auf der einen Seite würde ich sagen, sie ist verdammt glücklich. Klassensiegerin. Auf der anderen Seite würde ich denken, sie ist ein bisschen enttäuscht. Keine Gesamtsiegerin. Liege ich da richtig mit meiner Vermutung? Nee, also ich kann auf keinen Fall irgendwie enttäuscht sein. Das Ergebnis war auch so knapp mit 5-4. Klar wäre es vielleicht schöner gewesen, wenn jetzt die 5 für mich gestanden wäre, aber es waren auch 4 Kampfrichter dabei, die für mich gestimmt haben. Und ich denke, als deutsche Meisterin kann man nicht enttäuscht von der Bühne gehen. Nein, Top-Leistung. Sehen wir dich nächstes Jahr auch wieder auf der Bühne? Wir haben jetzt mal so überlegt, ja. Wir haben jetzt mal so überlegt, also dürfen wir uns überraschen lassen. Wir vermuten, dass wir im Herbst nochmal angreifen nächstes Jahr. Okay. Also gut, man muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mit dem deutschen Meistertitel gerechnet. Vielleicht ändern sich die Pläne jetzt auch ein bisschen. Kann auch sein, ja. Ja, aber so vor heute stand eigentlich Herbst nächsten Jahres nochmal fest, ja. Na, dann würde ich einfach Folgendes sagen, lass das ganze Geschehen heute hier mal sacken. Lass den Pokal mal zu Hause von deinen Liebsten einen richtig schönen Platz einrichten. Weihnachtsmann noch überstehen. Hast du gehört? Und dann sind wir mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Wir wünschen dir natürlich noch einen wunderschönen Aufenthalt hier in Bochum. Viel, viel Spaß und guten Appetit heute Abend beim Athletenbuffet. Dankeschön. Ciao. Tschüss.